Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur brandneuen, prall gefüllten Ausgabe von Fast Break, dem Science City Basketball Magazin. Die Playoff-Reise geht weiter. Erste Runde, 3 Spiele, 3 Siege. Zack, schon war der Einzug ins Halbfinale perfekt. Einen ganz großen Vorteil hatte der Sweep gegen Chemnitz in jedem Fall. Das Team konnte sich in aller Ruhe auf den kommenden Gegner vorbereiten. Wie das genau aussah, haben wir für euch einmal eingefangen. So beeindruckend die Saison für Science City aus sportlicher Sicht bislang verlaufen ist, so beeindruckend war die Atmosphäre in der Sparkassenarena auch schon zum Ende der regulären Saison. Im Gegensatz dazu herrschte beim Training am Montag an selber Stelle fast schon so etwas wie Ruhe. Vielleicht die Ruhe vor dem Sturm. Jeder im Verein ist sich bewusst, dass Jena nur noch 3 Siege von der ersten Liga entfernt ist. Das am Ende glatte 3:0 gegen Chemnitz gibt Coach Harmsen und seinen Spielern aber nicht nur zusätzliches Selbstvertrauen, sondern vor allem Zeit. Zeit, sich einerseits akribisch auf Trier vorzubereiten und andererseits den Akku aufzuladen. Ich glaube, die Jungs haben sehr, sehr intensiv gespielt, vor allen Dingen in Spiel 2 und 3. Und ich glaube, gerade deswegen war auch für uns wichtig, dass wir jetzt ein paar Tage zur Regeneration hatten. Auch im Hintergrund vielleicht, mit dem Hintergrund, dass Mac ja auch verletzt war und jetzt wieder voll im Saft steht. Er da nochmal die Möglichkeit hatte, sich ein bisschen auszuruhen, ne? Und jetzt wieder bei 100% zu sein. Mit Ruhe und Beine hochlegen hatten die 1,5 Wochen Vorbereitung auf Trier aber nicht viel zu tun. Natürlich gab es für die Spieler auch mal kurz trainingsfrei, aber eben auch 2 Tage Intensivtraining. Immer vorn mit dabei ist Ermin Reis Napoles. Auch deswegen entschieden sich das Science City Urgestein und der Verein, die Zusammenarbeit bis sage und schreibe 2022 zu verlängern. Und das aus gutem Grund. Nicht nur, weil Ermin seit seiner Jugend nur für Science City spielt. Im Privaten ist er durch seine Arbeit parallel zum Basketball sowie Frau und Kind in der Stadt fest verwurzelt. Und auch sportlich passt es bestens. Für mich ist Ermin ein Spieler, auf den ich mich immer verlassen kann, weil er immer gesund ist, weil er immer in jedem Training 100% gibt. Das ist, glaube ich, das, was ihn auszeichnet. Ich glaube auch, dass er deswegen nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Auch jetzt von Jahr zu Jahr mit einer tollen Konstanz spielt. Man kann ihn immer auf die besten Guards oder kleinen Spieler des Gegners ansetzen und versucht er den größtmöglichen Druck zu machen. Seine Verteidigung ist nochmal sauberer geworden, auch über die Jahre. Sauber trotz Aggressivität, das ist, glaube ich, auch was ihn auszeichnet. Und genau auf diese wird es auch in der Halbfinalserie gegen Trier ankommen. Umso besser, dass sich das Jena-Lazarett langsam aber sicher lichtet. Denn ein möglichst tiefer Kader begünstigt die nicht gerade leichte Aufgabe gegen den umgelabelten Erstliga-Absteiger in jedem Fall. Nur mit einer recht großen Rotation lässt sich das aggressive Verteidigungsspiel, wie es Science City betreibt, aufrechterhalten. Wir werden wieder versuchen, keinen Spieler über 30 Minuten zu bringen, einfach um da auch immer frisch zu sein, nicht nur wenn es ins neue Spiel geht, sondern auch gegen Ende der Spiele, wenn es drauf ankommt. Also ich bin natürlich froh darüber, dass wir jetzt zu dieser wichtigen Halbfinalserie auch wieder endlich mal fast die ganze Mannschaft zur Verfügung haben. Ja, Richard fällt ja immer noch aus, aber Lukas ist zurück. Das gibt uns natürlich noch mal mehr Tiefe. Jetzt gilt es, die erste Liga ist nah. Doch davon zu sprechen, dass Science City durch den Heimvorteil schon mit einem Bein in der BBL ist, ist vermessen. Was in der regulären Saison war, zählt nicht mehr. Mit den Playoffs stehen alle Zeiger wieder auf Null. Die Jenaer werden in ihrem Wohnzimmer alles geben müssen. Sowohl die auf dem Parkett als auch die auf den Rängen. Denn mit dem Aufstieg wird's nur etwas, wenn sich alle gemeinsam ins Finale durchboxen. Unfassbar. Sie ist gerissen. Die Serie von 19 Siegen am Stück der zweiten Mannschaft. Auf die Niederlage zum Saisonfinale in Gotha folgte aber der mehr als deutliche 130-42 Auswärtssieg im Landespokal-Halbfinale gegen Zeulenroda. Eine aber weitaus größere Berg- und Talfahrt ist die Saisonbilanz aus Sicht der Jena Jungs. Die U16 von Coach Thorsten Rothemmel hat nach der 60-76 Niederlage bei den MBC Jungwölfen keine Chance mehr auf den Klassenerhalt, obwohl noch 2 Ligaspiele anstehen. Diese muss das Team als Vorbereitung auf die Quali-Turniere im Sommer nutzen. Dort wird es dann darum gehen, sich doch noch einen JBBL-Startplatz für die kommende Saison zu erspielen. Bei der U19 von Coach Olli Goller hingegen war die Freude am vergangenen Sonntag groß. Gepusht von einer aus allen Nähten platzenden Turnhalle des Sportgymnasiums gelang im entscheidenden Spiel gegen Speyer ein 81-61 Sieg.
Mit diesem beschenkte sich das Team am Geburtstag von Power Forward Marco Rahn selbst in Form des Klassenerhalts. Der Startplatz für die nächste NBBL-Saison ist also sicher. Sicher ist auch, dass es hier gleich weitergeht. Nach einer kurzen Werbepause. Dranbleiben! Design muss man sich leisten können. Und Sie können das jetzt. Leasen Sie einfach den Kia Sportage und erleben Sie, was diesen Kompakt-SUV neben seinem dynamischen Auftritt noch alles auszeichnet. Jetzt in Jena bei Jeka und Weise. In Zeiten niedriger Zinsen, in denen Geldanlage immer schwieriger wird und Wahrheiten von gestern in Frage stehen, braucht Geld Bewegung statt Stillstand. Und Sie ein Partner, der weiß, worum es geht. DK Investments. Ein Partner, der Kompetenz mit Verantwortung verbindet. Der sich beteiligt, statt zu spekulieren. Der Gesellschaft und Umwelt ernst nimmt, statt nur das Geschäft. Ein Partner, der auf den internationalen Finanzmärkten genauso zu Hause ist wie in der heimischen Wirtschaft. Dort die attraktivsten Anlagechancen entdeckt und mit Fonds, Immobilien und Zertifikaten die gesamte Palette moderner Produktlösungen bietet. Der flexibel auf Marktveränderungen reagiert und weiß, was Sicherheit bedeutet. Ein Partner, der stets aufs Neue beweist, hier ist Ihr Geld in den besten Händen. Jetzt in Ihrer Sparkasse. Die DK-Initiative Anlegen statt Stilllegen. DK Investments. Neue Perspektiven für mein Geld. Training, Wettkampf oder Freizeitsport, Ausstellung, Börse oder Veranstaltung. In unserer hellen, barrierefreien Dreifelderhalle am Jänzigweg ist vieles möglich. Mittels mobiler, schalldichter Trennwände kann die hochmoderne Halle schnell in drei Felder geteilt werden. Ausreichend Parkplätze, moderne Sanitär-, Dusch- und Umkleideräume sowie einen Catering-Raum komplettieren die funktionale Ausstattung. Rufen Sie uns an unter 03641 4000. Wir freuen uns auf Sie. Lassen Sie sich keinen Tarifbären aufbinden. Jetzt vergleichen und ganz entspannt Vorteile entdecken. Gleich informieren und echte Preisgarantie sichern. Auf www.strom2018.de. Steuererklärung? Wir machen das. VLH, Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Infos gibt's in Jena unter anderem am Löbter Graben 29, Beratungsstellenleiter Sebastian Teichmann oder in der Otto-Schott-Straße 15, Beratungsstellenleiter Matthias Paar. Wir erstellen die Einkommensteuererklärung für Mitglieder nach § 4 Nummer 11 Steuerberatungsgesetz. Willkommen zurück bei Fast Break. Für Science City stehen nach einer sehr, sehr erfolgreichen bisherigen Saison nun die Playoff-Halbfinalspiele an. Wer sich in der Serie durchsetzt, qualifiziert sich automatisch sportlich für die BBL. Doch ist Science City schon bereit für Liga 1? Wir haben uns einmal in der Arena mit jemandem getroffen, der uns diese und viele weitere Fragen wohl am besten beantworten kann. Ganz genau, ich befinde mich hier im VIP-Bereich der Sparkassenarena und bei mir ist Lars Eberlein, Geschäftsführer der Baskets Jena GmbH. Herr Eberlein, Headcoach Björn Harmsen hat in der Pressekonferenz nach dem entscheidenden Spiel gegen Chemnitz ja schon gesagt, dass die Halbfinalserie die eigentlichen Finalspiele beinhaltet. Mal vorausgesetzt, der sportliche Aufstieg gelingt, wo ist der Verein denn schon erstligareif? Na, auf jeden Fall mit der Arena und der Trainingshalle. Das heißt, die Spiel- und Trainingsbedingungen sind BBL-tauglich. Der gesamte medizinische Bereich ist BBL-tauglich. Und das war ja die größte Hürde früher. Das war das, was wir ja nie erfüllt haben oder wo auch ein Zelt herhalten musste. Aber das haben wir geschafft mit der Arena und da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf. Im Gegensatz dazu, wo muss denn hinter den Kulissen jetzt, abseits der Mannschaft, abseits des Sportlichen, noch gearbeitet werden? Wo sind denn die Herausforderungen, die im Sommer noch auf Sie und auf die anderen hinter den Kulissen warten? Also die BBL hat einen relativ umfangreichen Pflichtenkatalog. Wie gesagt, mit der Trainingsstätte und Spielstätte ist das gelöst. Das betrifft die Geschäftsstelle, da haben wir noch manche Themen zu lösen. Das betrifft auch den Nachwuchsbereich, wo wir schon sehr, sehr gut und weit sind. Aber auch da gibt es ein paar Themen. Also wir werden hauptamtliche Jugendtrainer
ergänzen müssen. Es gibt im Marketingbereich ein paar Themen. Also sagen wir mal so, in der Geschäftsstellen- und Jugendstruktur, da gibt es ein paar Themen, die wir lösen müssen. Aber da sind wir auch schon sehr weit und die lösen wir auch. Also ansonsten gibt es keine großen Herausforderungen, außer das Thema Geld. Das Thema Geld ist natürlich das, was mich am meisten beschäftigt. Den Mindestetat, den erfüllen wir, aber der Mindestetat alleine reicht nicht aus, um dort auch, ich sag mal, sportlich wirklich sinnvoll mitspielen zu können. Das ist eine große Herausforderung für uns alle und natürlich für die gesamte Region, für jeden Zuschauer, jeder, der das Projekt unterstützen will. Das ist also mein Hauptthema. Alles andere schaffen wir relativ locker. Da kommen wir auch zum Team. Ein nicht unerheblicher Teil der Mannschaft, und darauf ist der Verein ja auch stolz, entstammt im Sportgymnasium hier. Das birgt eine sehr, sehr hohe Identifikationskraft, auch für die Fans. Inwieweit gefährdet man diese Identität durch einen Aufstieg? Naja, also unsere Kunstphilosophie ist auf jeden Fall, die Stärken des Sportgymnasiums und auch den eigenen Nachwuchs zu nutzen. Das werden wir in Zukunft auch noch stärker tun. Wir werden also deutlich mehr noch auf diesen Bereich gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, zweite Bundesliga, ist es natürlich viel einfacher, auch jüngere Spieler zu integrieren als in der BBL. Das ist klar. Das heißt, die Quote könnte sich ändern, wenn du BBL spielst, aber das ändert nichts an dem Gesamtkonzept, hier ganz stark auf eigenen Nachwuchs zu gehen und den auch weiter zu fördern. Und da werden wir auf jeden Fall in der Zukunft deutlich mehr Geld investieren, wenn gute Trainer einstellen, hauptamtliche Trainer und die Zusammenarbeit mit dem Sportgymnasium noch verstärken, um halt wirklich auch diese eigenen Leute zu haben. Wie viel dann in die BBL es schaffen, das muss man sehen. Dann gibt es auch noch eine zweite Mannschaft, die gut ist. Auch da ist es interessant, vielleicht mal aufzusteigen oder sich einen Kooperationspartner zu suchen, der auch in einer guten Klasse spielt, um den Jungen dann, die so am Kader dran sind, im Trainingskader auch Spielpraxis zu geben. Aber ganz klar, das Grundkonzept bleibt starker eigener Nachwuchs. Wo wir gerade beim Team sind, welche Führungsspieler im Team besitzen denn einen Vertrag auch für die Folgesaison, der dann auch für die BBL gelten würde? Also wir haben mehrere Verträge für nächstes Jahr, Pro A oder BBL, das ist McElroy, Emanuel, der einen Vertrag hat, Markus Neid hat einen Vertrag, Klaas Wendt hat einen Vertrag, Reis Napolis hat einen Vertrag, Lukas Wank hat einen Vertrag. Und mit drei Spielern stehen wir eigentlich in sehr, sehr guten Vertragsgesprächen, die im Grunde sich auch die nächsten Tage lösen werden, sodass ein Großteil der Mannschaft auf jeden Fall für beide Ligen einen Vertrag hat. Und dann muss man genau gucken, wo spielt man. Spielt man BBL, brauchen wir, ich sag mal, 3 bis 4 wirklich überdurchschnittlich gute Spieler. Und spielen wir Pro A, brauchst du vielleicht 1, 2 gute Spieler. Und wir haben auch sehr gute Nachwuchsleute hinten dran. Das wird sich jetzt zeigen, was passiert in den nächsten Tagen und Wochen. Und dann entscheiden wir. Aber wir haben, wie gesagt, auch einige Gespräche schon, ein paar Leute auf dem Zettel und beobachten auch schon Spieler, die für uns interessant sind. Also da ist das Team um Björn sehr, sehr agil und sehr professionell. Abschließende Frage, ganz kurz und knapp. Wenn das Team den sportlichen Aufstieg schafft, nimmt der Verein den Aufstieg dann auch wahr? Also das haben wir in der letzten Zeit immer gesagt. Sollten wir uns sportlich qualifizieren, dann machen wir das auch. Das große Thema ist halt das Geld. Wir haben mehrere Prinzipien und das Hauptprinzip ist, wir machen keine Schulden. Wir geben nur das Geld aus, was wir haben. Deswegen müssen wir gucken, dass wir möglichst viel sammeln und dann auch eine Mannschaft aufs Parkett zu bringen, die mitspielen kann. Und sollten wir nicht aufsteigen, ist das auch überhaupt kein Problem. Dann haben wir nächstes Jahr wieder eine super Mannschaft. Aber irgendwo reizt es schon, wenn man sieht, wie die Zuschauer so hier sind und die ganze Atmosphäre und das Umfeld doch so ein bisschen richtig begeistert mitfiebert, würden wir den Aufstieg auf jeden Fall machen. Dann, Lars Eberlein, vielen Dank fürs Gespräch. Jo. Genauso ein Jo wird nun auch wieder einem von euch herausplatzen. Allerdings noch etwas lauter. Denn nicht weniger als das Trikot unseres Saison-MVP war diesmal in der Verlosung. Nach Darian und Robert Cardenas hatten wir beim letzten Mal gefragt. Und gewusst hat das, Trommelwirbel, Christian Ulrich. Lieber Christian, Mac ist in Zukunft ganz nah bei dir. Trage das schönste aller Dresse in Ehren, denn ehrlich gesagt, das Fastbreak-Team hätte diesen Preis am liebsten behalten. Umso mehr sagen wir allerdings herzlichen Glückwunsch. Und damit kommen wir zum nächsten Gewinnspiel und unserer aktuellen Frage. Welcher Science City-Spieler wurde zum MVP, also zum wertvollsten Spieler der aktuellen Saison gewählt? Schreibt uns die richtige Antwort und euren vollständigen Namen an aktion@jenatv.de. Zu gewinnen gibt es diesmal 2 Tickets für das 2. Heimspiel der Halbfinalserie gegen Trier am 25. April. Einsendeschluss ist also schon Samstag, der 23. April.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Weiter geht es jetzt mit einer neuen Episode unseres Wörterbuchs Basketball Deutsch, Deutsch Basketball. Sein Name ist Programm, denn fast niemand kennt sich im Basketballregelwerk so gut aus wie Friedemann Regel. Diesmal geht es um das richtige Verhalten nach Korberfolg und die Folgen des Fußspiels. Hallo liebe Jenaer Basketballfans, heute möchte ich über das Berühren des Balles nach Korberfolg und das Fußspiel sprechen. Erzielt eine Mannschaft, nennen wir sie Mannschaft A, einen Korb, darf der Ball nicht mehr von Mannschaft A berührt werden, da ansonsten die verteidigende Mannschaft, Mannschaft B in diesem Fall, einen Nachteil hat. Denn der Einwurf verzögert sich, Mannschaft B kann keinen Fastbreak spielen und Mannschaft A kann einfach eine Pressverteidigung aufstellen. Wenn dies passiert, wird der Spieler vom Schiedsrichter verwarnt und bei Wiederholung mit einem technischen Foul bestraft. Der nächste Punkt für heute war das Fußspiel, denn auch beim Basketball darf der Ball nicht mit dem Fuß gespielt werden. Allerdings gibt es nur ein absichtliches Fußspiel. Das heißt, nur wenn der Fuß oder das Bein aktiv zum Ball gehen, entscheidet der Schiedsrichter auf Fußspiel. Es gibt anschließend im Vorfeld neue 14 Sekunden oder die Restzeit der 24 Sekunden Uhr und im Rückfeld neue 24 Sekunden. Wird ein Fuß allerdings nur angepasst oder dribbelt ein Spieler auf einen Fuß, handelt es sich nicht um absichtliches Fußspiel. Also liebe Fans, bevor ihr das nächste Mal laut entrüstet aufschreit, schaut ganz genau hin, ob das Fußspiel beabsichtigt war oder nicht. Das war's für diese Woche, macht's gut. Das lassen wir am besten erstmal sacken und geben nochmal kurz ab an die Werbung. Bis gleich. Sie suchen. Wir finden. Sich aufeinander verlassen und füreinander da sein. Wir beraten gern und helfen jederzeit. Gemeinsam entwickeln und gestalten wir und bauen die Zukunft unserer Stadt. Wir fördern und unterstützen. Gemeinsam erfahren und erleben wir gute Gemeinschaft. Do you remember things we've done together? Talked about being so free. Summers came, years passed by. Denn das ist uns wichtig. Miteinander leben und füreinander da sein. Ihre WG Carl Zeiss. Da sind wir auch schon wieder. Was waren eigentlich bisher eure Höhepunkte der aktuellen Saison? Unser Team hat bei diesem Thema einige hitzige Diskussionen geführt. Die Auswahl war groß. Auf eine subjektive Top 10 haben wir uns aber trotzdem einigen können. Hier nun also die 10 fettesten Szenen im Verlauf der bisherigen Saison aus Fastbreak-Sicht. Franke Maus hat dann den Ball schön abgelegt. Vogtmann schön gezogen, findet Rietschel und der macht die 100 voll.
Offside so weitergeht. Wolf, nachdem er vorher die Dreier nicht getroffen hat, zieht rein, spielt dann wieder raus zu Zakopoulos und der trifft jetzt den Dreier. Wolf spielt zu Zakopoulos, nimmt er sich den Dreier, den nimmt er sich. Oh, ins Gesicht. Und sofort natürlich die Antwort. Zakopoulos. Der nächste Dreier. Hat Leverkusen da deutlich Vorteile. Und das ist jetzt auch eine Waffe von Georg. Gegenzug dann durch den Ballgewinn mit Dunking abgeschlossen von Vogtmann. Nutzen erzielen dann. Ja, In-Out nach Dreierversuch. Und dann hat der Olli Clay die fehlenden Treffer endlich mal die Serie beendet. Ja, guter Pass und Monsterblock von Clay gegen Heinzmann. Jahrgang. Auch wir natürlich in der Viertelpause durchgeben. Zweite Sitz. Hallo Annette, wir grüßen zurück nach Chemnitz. Respekt. Spielen, auf welcher Seite du sitzt. Nein, dürfte mittlerweile zweiter Treffer nach Rennen. Ist das Spiel Jena gegen Rota. Wir alle sollten da auch daran arbeiten. Schiedsrichter haben jetzt auf normales Foul entschieden. Differenz. Zweite ist drin. Damit die Chemnitzer nicht mehr treffen jetzt. Ja, Sven, auf der zweite. Aber das war auch eine recht unübersichtliche Situation. Hätte Chemnitz ins Vorfeld gebracht. Zweite Sitz. Jetzt bitte. Kone macht den Passweg gut dicht gegen Sven. Der kommt dann nämlich nicht zu ihm. Hermann Reis, Napoli, setzt sich durch. Manu McElroy, schöne Ballbewegung. Irgendeiner muss ihn jetzt auch mal werfen. Macht Erwin Reyes-Napolis, zwar nur zwei Zähler. Erwin Reyes-Napolis, jetzt muss was passieren. Dreier und der Pass. Erwin Reyes-Napolis. Ja, da hat die Hilfe gepennt. Für die Hamburg Towers. Hermann Reyes-Napolis, richtiger Dreier aus der Ecke. Handoff mit Zakopoulos. Dürfte der erste erfolgreiche Dreipunktwurf. An der oberen Reihe. Schönes Inside-Spiel über Wolf. Exzellent gespielt, genauso wie man so eine Zone zerlegt. Schussuhr bei 6 Sekunden. Schönes Pick and Roll mit Grünheit, der mit Kontakt verwerten kann. Schön gespielt von Julius Wolf. Mit Problemen. Sehr gutes Anspiel von Lukas Wang. Und Guido Grünheit. Mit dem Distanzwurf. Und wir einfach, Markus Neid macht es hier schwer, gegen den Mann trifft, aber trotzdem. Das Markus Neid. Schön gemacht. Aber die Führung in dieser Höhe auch absolut verdient, wenn diese Überzahl ausgespielt haben. Schön gemacht von Vogtmann da nochmal auf Neid. Ganz viel Lob für Jena. Nick Lichhardt in der Defensive, wunderschön in der Offensive. Alles gut gemacht.
Und der Ex-Jena Christian Kuhn hier. Und über die Baseline Julius Wolf. Jetzt dürfte langsam der Abschluss kommen bei 5 Sekunden auf der Schussuhr. Schön frei und Dreier durch Julius Wolf. Muss jetzt schon irgendwie auf die Strümpfe kommen hier. Ja. Schon wieder geschlafen. 2 Punkte Julius Wolf. Schön rausgelegt von Grünheit. Das ist die Ballbewegung, die wir meinen. Und der nächste Dreier durch Julius Wolf. Und nächste Dreier Julius Wolf. Diesmal sitzt er. Turnaround. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Und Julius Wolf erneut mit einem Dreier. Verwunderlich, ja, aus meiner Sicht, aber das wird schon seine Gründe haben. Schöne Täuschung. Schöner Fake von Julius Wolf, ja. Schöne Oldschool-Bewegung hier. Ja. Übrigens reiner Zufall, dass ausgerechnet eine Szene gegen unseren Playoff-Halbfinalkontrahenten auf Platz 1 liegt. Kein Zufall hingegen ist, dass wir auch diesmal wieder eine Gegnervorstellung vorbereitet haben. Hier nun also ein paar Stats and Facts zum Team mit den Berufskämpfern des antiken Rom im Namen. Gladiators Trier, die Kirchheim-Sweeper von der Mosel. Der Verein wurde erst im vergangenen Sommer gegründet, das ist also seine erste Spielzeit. Die Gladiators sind allerdings der Nachfolgeklub des TBB, der bis zu seiner Insolvenz 25 Jahre in Folge in der ersten Liga antrat. Trotz kompletter Neustrukturierung im Verein sind Trier, die zwei Pokalsiege 98 und 2001 sowie der Ruf als einer der besten Ausbildungsstandorte Deutschlands geblieben. Die Saison des Teams begann begleitet vom Lowpoint-Sieg gegen Essen und den Niederlagen in Leverkusen und Hanau durchwachsen. Auch das Heimspiel gegen Jena ging mit 70-72 verloren. 2016 hingegen gewannen die Gladiators 14 ihrer 18 Spiele. Im Playoff-Viertelfinale schlugen sie Kirchheim sogar glatt mit 3-0. Das letzte Gastspiel in der Sparkassen-Arena ist noch gar nicht lange her. Am 11. März verloren die Gladiators aber hinten raus den Faden und so auch mit 55-67 das Spiel. Coach der Trierer ist Marco Vandenberg. Der Spielstil des Niederländers passt zur Trierer Basketballidentität. Er baut auf eine Mischung aus Jung und Alt, talentiert und erfahren. Brandgefährlich in seinem Team ist Dwayne Evans. Im Vorjahr ging ihm verletzungsbedingt die gesamte Saison flöten. Das scheint er im Scoring nun nachzuholen. Die Double-Double-Maschine trifft von überall hochprozentig. In Jena kein Unbekannter ist Point Guard Simon Schmitz. 2010 wurde er in Diensten von Science City Pro A Youngster des Jahres. Die Hinrunde verpasste er verletzungsbedingt. Das Strategiezepter hält er mittlerweile dafür umso fester in der Hand. Eine Nachverpflichtung, die voll eingeschlagen hat, ist Zungenbrecher Keijo Ehelegbe. Wurf von außen und Blick für den Mitspieler sind absolut top. Nur bei der Penetration fehlen dem 1,88 Guard manchmal ein paar Zentimeter. So, das war's damit von unserer Seite. Wir hoffen, dass euch diese Fastbreak-Ausgabe gut auf die anstehende Playoff-Halbfinalserie einstimmen konnte. Los geht es am Donnerstag, 19.30 Uhr, in einer hoffentlich ausverkauften und vor allem lauten Sparkassen-Arena. Haut nochmal alles raus, denn Science City ist gerade einmal 3 Siege gegen Trier von der ersten Liga entfernt. Gelingt dem Team von Coach Harmsen der Einzug ins Finale, gibt's am 4. Mai die nächste Fastbreak-Ausgabe. Und denkt dran, wer rasiert, verliert. In diesem Sinne, fear the beard and Jena never stops.